Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde und zu Wind. Wir machen jetzt gleich Fahrstunde mit Greta. Ich freue mich auf euch. Ja, schön, dass ihr wieder da seid auch. Habe ich gar nicht gesagt noch, ne? Hallo. Danke auch für das Feedback. Guck mal, da habe ich 2 Monate geschlafen und komme einmal zurück und ihr seid voll am Start wieder. Das ist cool. Also es freut mich auf jeden Fall. Ich würde sagen Intro und dann geht's los. Ich bin noch nie mit Greta gefahren. Aber ich glaube, Greta macht das gut. Ich bin einmal hinten mitgefahren. Das war gar nicht so schlecht. Hab ich das erzählt? Ein Freund von mir ist einmal in 3 parkende Fahrzeuge gefahren, weil der eine Pizza aufgehoben hat. Ja. Also die Pizza war unten auf dem Beifahrer, also Fußboden. Und dann wollte er die Pizza aufheben. Und dann ist der so gefahren und macht so. Dann kommt er wieder hoch und dann so bam, bam, bam. Ja. Als die Polizei dann kam, hat er die Pizza schon aufgegessen. Ja. Und dann hat er gesagt, es ist ein Hase von rechts nach links gelaufen. Er wollte dem Hasen ausweichen. Aber ist schon ein bisschen her, deswegen kann ich euch die Geschichte erzählen. Was für ein Sturm, was für ein Sturm. Maschine, stopp. Ich bin ja mal gespannt, was das hier mit dem Ton gibt. Hä? Kevin, da sag auch mal was, was da mit dem Ton, was das da gibt. Wie gefällt euch der Cutter übrigens? Ich finde, Kevin macht das ganz geil, ne? Also von meiner Seite hier, Props Kevin, sehr gut. Danke. Weil Kevin schneidet nämlich die Videos immer. Ja, wenn ich das schneiden würde, dann würde jeden Monat ein halbes Video nur rauskommen und das wäre nix. Ne. Ja, jetzt warte ich hier ein bisschen in dem Sturm auf Greta, die bestimmt gleich da ist. Guck mal, das ist der Finn, mein Nachbar. Hallo. Cool, cool. Oder ist heute gar nicht Dienstag? Doch, doch, heute ist Dienstag, oder? Ich das Tag vertauscht habe? Manchmal kriegt man dann ja so, denkt man so, hä? Hab ich mich vertan? Ging euch im letzten Video auch der Wischer so auf die Senkel? Das merkst du ja hier drin gar nicht, der macht ja immer so blub, 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 blub. Da kommt die Greta. Ja, weil es so stürmisch ist. Oh, ja, auf jeden Fall, sorry nochmal, ne? Das mit den Scheibenwischern. Dafür habe ich ja jetzt dieses Mikrofon, wo ich immer lauter sprechen kann. Ich hoffe, dass da diese Swipe-Wipe-Geräusche weg sind. Da-da-da, da-da-da. Greta, was geht? Hi, komm rein. Ich zieh erst meine Jacke aus. Ja, schmeiß hinten rein. Boah, Fahrradfahren bei dem Wind. Oh. Bist du weit gefahren? Nee. Ja, okay, dann geht's ja. Alles gut. Hi. Hi. Bist du nervös? Ein bisschen, ja. Ach, die Dinger laufen schon hier. Ich habe die einfach so geblieben. Ich hoffe, die stören dich gar nicht, wenn du fährst, oder dass du dann so oder nicht. Nee, ich glaube nicht. Passt schon. Okay, cool. Ja, dann machen wir eine Folge. Yay. Yes. Autobahn machen wir. Ehrlich? Ja. Oh Gott. Jan sagt, ihr wart aber schon mal auf der Autobahn auch, ne? Ja, also B236. Ja, ja, ja. Genau. Ja. Und weil er hat gesagt, du hast das gut gemacht, dann... Habe ich. Ja. Yeah. Gucken wir uns den Rest auch nochmal an. Ich hasse also, Autobahn. Echt? Ich hoffe, am Ende der Fahrstunde das kann ich da ein bisschen intervenieren. Ist gar nicht okay. So wild, wenn du einmal gecheckt hast, wie du da locker drauf kommst, dann läuft das ganz gut. Wolltest du dir erst alles einstellen? So? Das Auto kennst du, ne? Also mit dem ja, bist du auch gefahren, ne? Ja. Gut, Innenspiegel ist auch cool. Ja. Gut, gut. Oh. Aber über den Prüfungstermin habt ihr noch nicht gesprochen. Okay, cool. Noch nicht. Weißt du, wie der Wischer funktioniert bei dem Auto? Ja, drauf. Also das dann automatisch. Genau, genau, genau. Wenn ihr irgendwie Strom anmacht, dann, wenn du von außen drauf drückst, hast du Auto wie Automatik, dann leuchtet doch diese komische grüne Lampe da. Drück einfach mal drauf. Genau. Und ansonsten hast du bei jedem anderen Auto das auch, wenn du den Hebel hochdrückst, dann geht der Wischer dauerhaft an. Und wenn du den jetzt fester hochdrückst, jetzt geht er dann schneller dauerhaft an. Ich glaube, wenn du nochmal drückst, wird es noch schneller. Genau, und wieder loslassen. Ja, oder wenn wir gleich fahren. Also, aber brauchst du nicht. Ich glaube, Automatik reicht, wenn du einfach so auf Automatik drückst. Drück nochmal von außen drauf. Ja, genau. Okay. Hast du any questions? Nee, jetzt gerade nicht. Das ist gut, aber wenn du zwischendurch welche hast, hau einfach raus. Mach ich. Okay, cool. Ja, wenn dir Spiegel und so alles gut gefallen, ja. Dann schmeiß einfach die Kupplung mal durch. Mach Maschine an. Genau. Nee, so. Ich verwechsel. Wow! Oh, warte, im ersten Gang. Am besten ist, glaube ich, wenn wir links rumfahren. Da kommen wir gleich am entspanntesten Richtung Autobahn. Mhm. Weil du hier am Berg bist, kannst du dich sowieso so ein bisschen schleifen lassen mit der Bremse, ne? Das Auto. Oh, ich habe übrigens die Sitzheizung an, wenn dein Hintern gleich brennt hier. Ja, ich merke es nicht. Ja, genau. Boah, ich mach meine aus, das ist hier zu heavy. Ich könnte meine auch aus. Ja, okay. Danke. Reaktiviert. Ich glaube, von da kommt. Meiner Seite sieht ganz gut aus. Oh, ja, warte einfach. Ja. Auch in der Prüfung macht das so.
warte halt so lange, bis du 100% safe bist, dass das passt. Ja. Weil wenn du das ausprobierst und das wird knapp, dann gibt es keinen Prüfer, der von hinten klatscht und sagt, oh, sauber, Alter, das war knapp, sehr gut. Sondern mach das einfach so, dass sich das für dich gut anfühlt und du wirklich 100% sicher bist, dass das passt. Mhm. Okay. Jetzt kommen die alle hier. Ich glaube, das kam ein bisschen an. Das Wetter heute ist auch richtig. Das ist krass, ne? Das ist alles an einem Tag, ey. Blau, ja, Schnee, Regen, Sonne. Ja. Und immer abwechselnd. Boah, da kommt der nächste auf dem Fahrrad, ey. Mit Warnweste. Das kann dir übrigens in der Prüfung auch mal passieren, dass du irgendwo stehst, wo du dann 2-3 Minuten nicht wegkommst. Egal. Also der Prüfer. Nee, der Prüfer ist richtig chillig. Der sitzt dann da hinten. Perfekt. Und also das kannst du ja nichts dafür, weißt du? Nee. Also, und mit der Brechstange da rein macht ja auch keinen Sinn. Nee, das stimmt. Nur manche Fahrschüler fangen dann schnell an zu denken, oh, jetzt stehe ich schon so lange hier, oh, jetzt langsam müsste ich aber mal fahren. Hm. Oh, meine Eltern wären schon gefahren. Also, war am besten kein Beispiel an den Eltern. Ja, genau. Genau. So, mal links sieht doch ganz gut aus. Ja. Checken wir nur noch aus, was hier rechts gleich passiert. Und ich glaube. Ja, das sieht ganz gut aus. Okay. Sehr gut. Oh, richtig schön. Das Wetter lädt richtig zum Träumen ein. Tonnen zum Ausweichen, ein bisschen Challenge. Real life hier. So, dann fahren wir gleich links weiter. Korrekt. Aber er mit seinem kleinen Mini-Auto möchte da rein hinter dir. Fahren wir noch ein bisschen nach vorne. Der hinter dir, siehst du das, der hat den Platz gelassen? Genau, so reicht schon. Jetzt kommt er nach Hause. Papa für Couch. Decke über Kopf. Und tschüss. Kann man auch noch bei dir weitermachen. Ehrlich. Was geht heute noch bei dir? Das war's. Fahrstunden und Hausaufgaben, okay. Bei dir? Video schneiden und danach wieder in die Fahrschule und im Büro hast du dann so Stuff. Mhm. Heute ist irgendwie schlimmer als gestern. Gestern hatten wir schulfrei. Habt ihr echt Habt ihr schulfrei gehabt? Ja, also in ganz Lünen. Schule und echt? Kita sind, glaube ich, auch ausgefallen. Chillig, ey. Ja, das war echt cool. Dabei fand ich den Turm jetzt nicht so. Also. Nee. Heute Nacht war heftig. Taste dich langsam wieder ein bisschen nach vorne. Und das ist cool. Oh, bremse, genau, roll nicht zu weit nachher, ne? Heute wirst du aber auch nervlich getestet hier. Ja, auf die Probe gestellt. Dass du übrigens dem Fahrradfahrer jetzt den Weg zumachst, ne? Ist nicht schlimm. Nee, das nennt man unvermeidbare Behinderung. Ich hoffe nur nicht, dass er vor dir jetzt herfährt, weil das wäre, ja, gut. Ja. Sehr gut. Da kannst du nichts für. Hm. Also nicht, dass du deiner Prüfung nervös wirst oder sowas, weil der jetzt hinter dir herfahren muss. Das geht nicht anders. Ja. Du musst ja so weit nach vorne fahren, damit du rechts und links irgendwie abchecken kannst, ob das passt. Hm. Yeah. Und wenn du das machst, also als du das gemacht hast, war ja der Fahrradweg frei. Da war ja alles cool. Ja, stimmt. Das meinte Jan, glaube ich, auch schon mal zu mir. Ja, das nennt man eine unvermeidbare Behinderung. Meistens ist es halt nur so, man fühlt sich dann schlecht, da kommen nicht immer kleine Kinder. Manchmal sind es auch so Rentner, die dann auf dem Fahrrad ankommen, so wackelig. Ja, dann regen die sich noch auf. Genau. Und man als Fahrsteller denkt, guck mal, der lässt dich rein, siehst du das? Der blinkt. Du kannst jetzt fahren. Gut. Sauber, er ist korrekt. Sehr nett. Ja, guck mal, ich glaube, du hast jetzt beim Abbiegen das Fernlicht aus Versehen angemacht. Weißt du, wie das angeht? Nein. Ist nicht schlimm. Blinker zu dir wieder ziehen. Jetzt ist es aus. Genau. Weil manchmal beim Abbiegen, wenn man dann den Blinker so ein bisschen schneller anmacht, haut man den so nach vorne. Ups. Ja.
beobachte den Typen da. Mhm. Ja. So, jetzt kommt die Bahnübergangsshow. Wie machst du das immer bei dir an? Ja, genau. Links vom Pedal. Ja, ja, ja. Fuß vom Pedal. So, was will das Auto? Außentemperatur. 3 Grad. Das ist gut. Wie lange soll das überhaupt noch so sein? Ich glaube, es soll die ganze Woche durchregnen. Manchmal frage ich mich, warum ich nicht nach Kalifornien ziehe. Ich habe keine Antwort auf diese Frage, warum ich es nicht tue. Also ich würde nie in die USA ziehen. Nein? Achso, ich finde das Sozialsystem kaputt. Ja gut, das ist natürlich jetzt... Okay, das... just talking about the weather, you know? Ja. Okay. Aber der Rest bin ich mir auch nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Hast du schon recht. Wenn du sowas machst, ist das clever, weil du vorausschauend fährst. Mhm. Dann hast du es einfach, weil du nicht mit so viel Druck in die ganze Situation gehst. Wenn du dann so dran fährst und hoffst, dass er auf einmal abhaut, ist halt so... Kack. Genau. Ja. Aber ich finde immer, weißt du, alles ist immer so halb so scheiße, wenn die Sonne scheint. Das stimmt. Blauer Himmel und Sonne, dann ist immer so, egal was ist, man kommt immer gut damit klar. Das stimmt. Immer bessere Laune. Ja. Dunkel und trüb. Genau. Kacke. Chill, so ein bisschen mal auf der Seite hier. Genau. Oh, Kacke. Doch, egal, chill. Mach keinen. Mach keinen. Genau. Ein bisschen links rüber. Wenn du mal guckst. Guck mal hier in den Spiegel. Siehst du, wie nah du an dem Bordstein bist? Kann man den irgendwie noch weiter runter? Ja. Dreh nochmal nach rechts und machst noch so ein bisschen. Und ich glaube, du kannst auch nach links machen, so zu dir so ein bisschen. Aber der ist schon voll okay. Bei mir. Also. Wenn das jetzt passt, dann. Nee, oh warte, das war zu tief. Ja, ja, so sieht schon ganz gut aus. Ja. Auf jeden Fall siehst du dann die Bordsteinkante so zum Auto, ne? Fahren wir rechts auf jeden Fall? Ja, wir fahren gleich rechts, genau. Vielleicht kann man ja irgendwie so einen schönen Filter über die Videos legen, das aussieht, als wäre blauer Himmel. Ich war so toll. Ja, so schönes Wetter. Es hat geschneit bei blauem Himmel. Genau. Was gefällt dir an Autobahnen nicht? Was nervt dich daran? Das schnelle Fahren. Ich fahre nicht gerne schnell. Ich bin eher so der langsame Typ. Ich auch nicht. Merkwürdigerweise. Echt? Ich glaube aber, das liegt daran bei mir, dass ich früher immer so schnell gefahren bin. Mhm. Und gemerkt habe, man lebt nicht so lange, wenn man das immer macht. Ja, das kann sein. Dann habe ich irgendwann so für mich gesagt, ach komm, reicht. Obwohl wir auch den E8 ja zum Beispiel haben als Fahrschulauto, ne? Ja, echt? Mhm. Hast du gar nicht gewusst? Top Secret. Guck mal, wir fahren hier rechts weiter. Das ist schon ausgemacht. Genau. Check auch nochmal in den Spiegel. Cool. Aber meine Freunde haben dann auch alle gefragt, wie schnell der so fährt. Und ich musste immer sagen, keine Ahnung, weil ich nie mit dem Auto so schnell gefahren bin, wie es geht. Weil ich ja denke so, ich habe keinen, also ist mir nicht so wichtig einfach. Nee, 70 geht noch, aber darüber... ist vielleicht auch noch okay. Ja? Darüber. Ich habe mal ein Mädchen in der Prüfung gehabt, die ist deswegen durch die Prüfung gefallen. Weil wir auf die Autobahn, ja, wir sind auf die Autobahn gefahren, mhm, und dann ist die auch drauf gefahren, hat das alles super gemacht. Dann, gut, dass du nicht geschaltet hast. Dann ist die aber hinter dem LKW geblieben. Obwohl die ganze Autobahn frei war, vor uns war nur ein LKW, mhm, und sie hat halt nicht versucht zu überholen. Und der Prüfer möchte halt in der Prüfung sehen, dass du in der Lage bist, also genau. Genau, oder wenn das, also zum Beispiel, wenn du auf die Autobahn fährst und da alles frei ist, will der halt sehen, dass du diese Richtgeschwindigkeit fährst. Also 130. Ja. Wenn 120 ist er auch mit zufrieden, aber ansatzweise schneller als 80. Mhm. Sie hat das eiskalt durchgezogen, fährt so auf die Bahn, bleibt hinter dem LKW und chillt dann da so. Der Prüfer hat ihr das zweimal gesagt, dreimal, während sie so gefahren ist, ne, hat immer wieder gesagt so. Und ist links alles frei oder so. Ne? Sie hat dann in den Spiegel geguckt, so, ja, ist alles gut. Oh, nein. Ja, und hat das dann halt nicht so direkt mitgekriegt, ne, dass sie dann da vorbei soll. Und dann sind wir von der Autobahn runter und hat er ihr gesagt, naja, tut mir leid. Hm. Das ist dann so. Ja, das ist scheiße. Aber ich zeig dir das gleich. Gut. Weil das Wichtigste ist, wenn du fährst, ne? Dass du immer so schnell fährst, wie du dich wohlfühlst. Ja.
weil wenn du irgendwas machst, was du selber nicht im Griff hast, dann kommt automatisch Angst, weil du ja denkst, also wenn jetzt was passiert, ich kann es auf jeden Fall nicht kontrollieren. Ja, genau, das ist mein Problem. Und davor hat man dann halt am meisten Angst, weil wenn irgendwas passiert, weiß man auf gar keinen Fall, was man machen soll. Und deswegen ist das wichtig, dass du dich in Anführungszeichen langsam an diese Geschwindigkeit rantastest, bis du merkst, oh, ist ja gar nicht so schlimm. Mhm. So, und dann hast du es aber auch im Griff, dann ist das auch okay. Weil der Prüfer, der guckt dir ja auch in die Augen, während du fährst. Und wenn du dann mit 120 da schon, wenn dir so die Tränen runterlaufen während der Fahrt, so, dann denkt er auch, oh, dann ist vielleicht doch nicht so gut. Ja. Check nochmal kurz hinter dir ab. Ja. Wenn du während der. Ja. Der Heckwischer? Drehen. Also, ja, oh, genau. Ja, ja, so rum oder andersrum. Egal. Okay, und dann fahren wir rechts weiter. Check weg die Spiegel. Zurück. Mit welchem Gang willst du abbiegen? Hast du das mit der Ampel da gerade mitgekriegt, als du rübergehst? Ja, ich bin noch immer ja. Der Prüfer kriegt sowas auch auf jeden Fall mit. Der kriegt aber auch mit, wie du darauf reagierst. Also wenn das, ich sag mal, kurz vor der Ampel passiert, so wie dir jetzt, und du merkst, also man merkt das auf jeden Fall. Ja. Und dann guckt der Prüfer einfach nur, was du machst. Wenn du dich richtig entscheidest, so wie jetzt, dass du locker drüber fährst, ist alles gut. Wenn du den hier machst, ist es wichtig, dass du vorher in den Spiegel guckst. Mhm. Weil wenn zum Beispiel ein Bus oder so ein Abschlepper oder 40 Tonner hinter dir ist, der rechnet nicht damit, dass du so auf die Bremse knallst. Mhm. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er dir hinten drauf scheppert. Ja, okay. Und aus gesundheitstechnischen Gründen ist es dann gut, dass bevor du so auf die Bremse kickst, dass du einmal da reinguckst. Dann hast du eine gute Beobachtung. Das kann dir ruhig passieren, auch in der Prüfung, ist nicht schlimm. Also wenn du da, also auch übertrieben, wenn du mal auf 60 kommst, ja, ist auch nicht schlimm, da wo 50 ist. Wenn du danach, also wenn dir das kurz passiert und du danach wieder runterkommst von der Geschwindigkeit, weil du es alleine merkst, innerhalb von einem Zeitraum, ich sag mal so 2-3 Sekunden, dann ist alles cool. Aber wenn du jetzt 2 Minuten lang 60 fährst und merkst das nicht, dann ist das natürlich ungünstig. Guck mal, hier auf der Strecke, ne? Jo. Passiert ja nicht so viel, geht einfach geradeaus, ne? Ja. Da kannst du immer wieder den Innenspiegel benutzen. Einfach damit der Prüfer merkt, du hast eine gute Beobachtung. Ich rede ja mit dem Prüfer, also schon während der Prüfung, über, keine Ahnung, sein Auto, seine Katze, sein Urlaub, irgendwas, ne? Oder Jan auch. Und während wir das so machen, sitzt der Prüfer ja hinter mir und guckt dir immer im Innenspiegel in die Augen. Guck mal in den Innenspiegel. Siehst du meine? Ja. Und so sieht der, wie du guckst. Okay. Weil der guckt einfach in den Innenspiegel und dann sieht er, was deine Augen machen. Mhm. Wenn die auf so einem Stück, ich sag mal so wie das jetzt hier, wo es so lange geradeaus geht, wo ja nichts passiert, kein Stoppschild, kein rechts vor links, gar nichts. Wenn die, deine Augen da immer mal wieder reingehen, dann sieht er, du hast eine gute Verkehrsbeobachtung und dann lässt er dich auch in Ruhe. Okay. Wenn du aber hier, ich sag mal, stumpf geradeaus fährst, so 5 Minuten und guckst halt nicht, dann irgendwann wird er dann skeptisch, was deine Verkehrsbeobachtung angeht. Weißt du, also du kannst da praktisch so ein paar Pluspunkte sammeln. Ganz einfach während der Fahrt, wo es hier auch nur locker geradeaus geht, einfach immer mal wieder reinguckst. So als Zeitangabe so 2-3 Mal in der Minute, alle 20-30 Sekunden, guckst einfach mal wieder hoch. Da ist alles safe. Dann kann Frau Tingloff auch an dir vorbeifahren irgendwann gleich. Kuschelt schon da eben. Ja. Ist auch kuscheliges Wetter. Komm jetzt. Tschüss. Mir ist aufgefallen, dass du manchmal mit dem dritten Gang so ein bisschen. Ja. Wenn du vom zweiten in den dritten gehst, ne, kannst du vielleicht die Finger hochnehmen und das nur mit dem Handballen machen. Mhm. Weil du nirgendwo hinschieben musst. Geh mal kurz. Achso, jetzt gleich nicht. Probieren wir gleich aus. Dass wenn du im zweiten bist gleich, dass du dir viel Zeit lässt und nur so praktisch mit dem Handballen einfach das gleich locker nach oben schiebst. Genau so. Jetzt fährst du erstmal locker weiter und dann machst du es aber langsam, lass dir Zeit. Deine Ruhe, Kupplung drücken, lass dir ruhig 2-3 Sekunden Zeit, zack, und nach oben. Ne, nimm da mal raus, nur nach oben, genau. Dass du ohne nach rechts oder links drücken, sondern einfach nur raus und so nach oben schieben.
man, also oft ist es so, man will immer diesen Weg gehen, den der dritte Gang eigentlich hat, so kurz nach rechts und nach oben. Ja. Aber da ist gar kein Weg, der dritte Gang ist genau in der Mitte. Das ist so ein bisschen das Trickige dabei. Guck mal, wir wollen an der zweiten Ampel, ne? Gleich links fahren. Ja, soll ich mich denn jetzt schon mal... Ja, wenn da Platz ist, kannst du das gerne machen. Sieht gut aus. Ja, machen nur einen Seitenblick nochmal so, genau. Cool. Das ist ein bisschen früh in den ersten. Ja. Genau. Roll einfach so locker drauf zu.